Der Gerichtssaal der Zukunft steht die meiste Zeit leer. Denn Kläger und Beklagte müssen sich dann nicht mehr vor dem Kadi einfinden, sondern erledigen ihren Rechtsstreit von zu Hause, online. An dieser Vision arbeitet jedenfalls Jin Ho Verdonskoot aus dem niederländischen Den Haag. Und die erste Hürde auf dem Weg in diese Zukunft hat er bereits genommen. Mit Rechtwiser, einem von ihm mitentwickeltem Software-Tool, mit dem Menschen in den Niederlanden sich scheiden lassen können. Über das Internet und voll rechtskräftig. Die Idee zu Rechtwiser kommt Verdonskoot bei seiner eigenen Trennung, die seine Ex-Frau und er möglichst unkompliziert hinter sich bringen wollen. Wir haben festgestellt, dass es für Menschen in unserer Situation keine passende Unterstützung gab. Wir wären sehr wohl in der Lage gewesen, diese Sache selbstständig zu erledigen. Aber es gab keine Abläufe oder Hilfestellungen, die uns bei unserer Trennung hätten helfen können. Mit Rechtwiser gibt es jetzt einen solchen Ablauf. Wie in einem Online-Chat schreiben die Noch-Ehepartner dort gemeinsam an ihrer Trennungsvereinbarung. Rechtwiser skizziert Modelllösungen und überträgt die Vereinbarungen in einen juristisch wasserdichten Trennungsplan. Sollte es auf dem Weg zu diesem Trennungsplan Streit geben, können beide Seiten jederzeit einen Mediator hinzuziehen. Der Richter muss diesen Trennungsplan nur noch absegnen. Eine Vorgehensweise, die viel Geld spart und Nerven. Wenn man eine solche Technologie anbietet, dann stellt man den Eheleuten auch eine zusätzliche neutrale Instanz zur Verfügung. Und das ist wirklich hilfreich. Es macht die Interaktion zwischen den Parteien leichter. Denn wenn beide Seiten objektive Kriterien zur Verfügung gestellt bekommen, dann erleichtert das natürlich, ein faires Ergebnis zu erzielen. Sandra Nüpels ist eine der ersten, die sich tatsächlich über Rechtwiser hat scheiden lassen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann geht sie alle Punkte ihrer Trennungsvereinbarung durch. Haus, Sorgerecht und finanzielle Fragen. Zusammen am Computer im damaligen noch gemeinsamen Haus. Eine leicht bizarre Situation, erinnert sie sich heute. Ja, das klopft inderdaad. Wir haben jeder mit einem eigenen Laptop. Wir saßen hier im Wohnzimmer, jeder hatte seinen eigenen Laptop auf dem Schoß und zur gleichen Zeit sind wir dann das Programm durchgegangen. Das war manchmal etwas seltsam, zum Beispiel wenn wir gemerkt haben, dass wir genau im selben Moment etwas eingetippt oder korrigiert haben. Das war eigentlich sogar komisch. Über das Netz hat sich Nüpels den Gerichtssaal in ihr Wohnzimmer geholt und so eine Scheidung erreicht, mit der sowohl sie als auch ihr Mann gut leben kann. Auch die meisten anderen User sind zufrieden, berichten die Macher von Rechtwiser. Weitere Länder arbeiten bereits an der Einführung des niederländischen Scheidungstools, zum Beispiel Großbritannien. Denn Digitalisierung ist ein Megatrend in Rechtssystemen auf aller Welt. Deutschland gehört hier zwar nicht gerade zu den Pionieren, berichtet der Rechtswissenschaftler Matthias Weller aus Wiesbaden. Aber auch der Experte für elektronischen Rechtsverkehr ist überzeugt. Die Digitalisierung des Justizwesens bietet auch hierzulande enorme Chancen. Zum Beispiel hinsichtlich der Geschwindigkeit von Verfahren. Denn wenn Sie dann erstmal Akten von A nach B physisch transportieren müssen, dann irgendwann wieder zurücktransportieren müssen, Sie müssen physisch Akteneinsicht gewähren der einen Partei, der anderen Partei, dann kann das sehr lange dauern. Und wenn diese Prozesse verkürzt werden, dann finden die Rechtssuchenden schneller, als es ohne Digitalisierung der Fall wäre, ihr Recht. Und das ist ein Gerechtigkeitsvorteil. Aber auch wenn Weller der Digitalisierung prinzipiell positiv gesonnen ist, sieht er das Rechtwiser-Tool aus den Niederlanden durchaus kritisch. Denn Mitinitiator von Rechtwiser ist die niederländische Prozesskostenhilfe. Deren Ziel ist es natürlich, Kosten zu sparen. Und Prozesskostenhilfe brauchen in erster Linie ärmere Menschen. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen vor, um es mal überspitzt auszudrücken, einer Zweiklassenjustiz, nämlich einer, die das volle Programm liefert für Leute, die es bezahlen können und anderen, die auf, naja, eben online gestützte Substitute verwiesen werden. Richtig ist, nur solange Menschen selbst entscheiden können, ob sie lieber online ihre Rechtsstreitigkeiten beilegen wollen, bedeuten Programme wie Rechtwiser einen Fortschritt. Denn Gerechtigkeit bedeutet auch im Zeitalter der Digitalisierung, dass jeder Bürger ein Recht auf ein faires Verfahren hat und vor einen Richter aus Fleisch und Blut treten kann. Oder muss.